Dann geht das los. Hallo. Ja, komm, leg los. Ja, wir haben keine Zeit. Ich will nicht. Erstens, ich kam 1930 auf einer Farm in Ohio zur Welt. Ohio! Mein Vater war staatlicher Rechnungsprüfer, ob ihr es glaubt oder nicht, das wird später noch relevant sein. Meine Mutter, die Tochter eines deutschen Auswanderers, war Hausfrau. Das klingt irgendwie mega wie eine A-Story, die ich auch schon mal vorbereitet hatte. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Und es ist auch garantiert nicht die gleiche Person. Ich muss jetzt auch unweigerlich an Bierbrauer denken. Ich überlege gerade. Deutsche Auswanderer in den USA, die machen doch hauptsächlich Bier. Du, ich habe Rechnungsprüfer betont. Nochmal, das spektakulärste Wort, was es überhaupt gibt. Rechnungsprüfer. Oh, der Philipp sieht so aus, als wenn er das wirklich mal vorbereitet hätte. Aber ich schaue nur gebildet aus, ich bin es das, doch nicht. Wir haben ja tatsächlich, sind wir schon drauf gekommen, dass wir bisweilen die gleichen Personen vorbereitet haben und oder vorhatten und dann gemerkt haben, dass wir auf keine 10 Hinweise gekommen sind. Ja. Und das ist, ja. Wenn das tatsächlich am Schluss die gleiche Person ist, dann ist das wie in so einer Forschung. So, keine Ahnung, wenn dann immer der große Durchbruch irgendwann kommt. Ich habe jahrelang nur 7 Hinweise dafür gekriegt, aber ich habe den großen Durchbruch. Noch einen weiteren Handlungsstrang. Okay. Zweitens. Ist es nicht Kurt Cobain? Nein. Okay. Ich heiratete im Januar 1956 meine Studentenliebe. Wir hatten 2 Söhne und eine Tochter, die aber bereits im Alter von 2 Jahren starb. Also für mich klingt das Ganze jetzt natürlich erst mal ein bisschen nach, mit den Hinweisen, die du gegeben hast, nach Silicon Valley oder zumindest nach IT- oder technikaffiner Karriere. Aber doch nicht in der Zeit. Nee, das ist ein Rockstar. Weißt du, wenn der Vater Rechnungsprüfer war, weißt du, was ist das Maximale, wie du uns vor der Spur abbringen kannst? So das der Gegenpol zu dem, was es eigentlich ist. Es ist ja, das wäre aber schon. So schlau ist der Dominik nicht. Okay. So hinterhältig. Fair point. Ist es vielleicht nicht. Er ist ein Rockstar. Nee, glaube ich nicht. Drittens. Im Koreakrieg wurde mein Flugzeug im Tiefflug durch ein quergespanntes Seil beschädigt. Ein Teil der Tragfläche wurde abgeschnitten, sodass eine normale Landung nicht mehr möglich war. Ich flog zum Flugplatz von Pohang, der unter US-amerikanischer Kontrolle stand, und katapultierte mich mit dem Schleudersitz heraus. Wow. Was für eine Story. Auf dem Flugplatz. Naja, der hat sich quasi in die Rettung der japanischen Zone. Ja. Die Rettung in der japanischen Zone. Der amerikanischen. Ja, drum, weil die waren sich nicht so grün, zeitweise. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber es ist ein Rockstar. Später sagte ich über mein Lebenswerk, jeder wusste um das Risiko und akzeptierte es. Es musste nur stets im richtigen Verhältnis stehen zur Größe des Erfolgs. Als Kampfpilot im Koreakrieg war ich weit größeren Gefahren ausgesetzt. Wie war das Zitat? Soll ich wirklich nochmal wiederholen? Ja, bitte. Jeder wusste um das Risiko und akzeptierte es. Es muss nur stets im richtigen Verhältnis stehen zur Größe des Erfolgs. Es ist aber nicht Evel Knievel, oder? Hm. Kein Evel Knievel? Na gut. Das wäre aber auch ein schöner. Das wäre eine schöne Vorlage. Gibt's, glaube ich, auch einen schönen Dollop zu. Ah. Ja, gibt's. Kommt ihr drauf? Ja, aber noch nicht mit diesen Hinweisen. Denkst du. Fünftens. Von 1971 bis 1979 war ich Professor an der University of Cincinnati. Sag ich doch, ein Rockstar. Ja, wie gesagt, das passt auch gut zu dem. Die Frage ist nur, für was hat er das Risiko angegangen? Entweder hätte ich gesagt sowas wie Weltraumfahrt oder irgendwie ein technisches Wagnis. Dominiks Mundwinkel haben ganz leicht gezuckt, als du Weltraum gesagt hast. Ja, das wäre natürlich die Frage. Welcher Armstrong war das mit der Trompete? Ist es Neil Armstrong? Verdammt. Ich hab meine Emotionen einfach nicht im Griff. Ernsthaft? Ja, ist es Armstrong? Neil Armstrong. Ah, cool.
Siehst du? Sag ich doch. Gut. Ja, das ist echt scheiße, weil ich habe mich jetzt, ich konnte meine Emotionen nicht bei mir behalten, als du das mit der Raumfahrt gesagt hast. Es war wirklich nur ein ganz du leichtes. Menschenkenner, ja. Es war ein ganz leichtes Zucken. Der Jürgen liest mich wie ein offenes Buch. Ihr kennt euch ja auch schon wir so kennen lange. Uns zu lange. Das wäre jetzt halt fast peinlich geworden, weil ich hätte fast gesagt, Louis Armstrong. Also, weiter. 1979 wechselte ich in die Wirtschaft, wo ich Aufsichtsratmandate und Managementposten innehatte. Ich wurde durch die Gründung eigener Firmen zum Millionär. Moment, ich glaube, es ist Buzz Aldrin. Nein. Er war übrigens Professor für Luft- und Raumfahrttechnik. Ah, das hättest du vielleicht dazu sagen sollen. Ja, das wäre zu einfach gewesen. Die Frage ist für mich nur immer noch, warum ist das mit dem Vater und dem Rechnungswesen so relevant? You will love it. Also ich bleibe dabei, es ist ein Rockstar. Also wenn Neil Armstrong kein Rockstar ist, dann weiß ich auch nicht. Siebtens, ich gehörte zu den am meisten gefragten Gesprächspartnern weltweit, gab jedoch kaum Interviews. 2012, das ist auch sein Todesjahr, machte ich eine Ausnahme. Für wen? Keinen weltbekannten Blatt oder Sender, sondern dem Vorsitzenden des Verbands der staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer Australien. Was? Herr Armstrong, wir müssen mal über Ihre Steuern reden. Kommen Sie doch bitte mal zu einem Interview vorbei. Australien! Ich habe wirklich keine Ahnung, warum, aber ja, also ich meine, jetzt war der erste Mensch auf dem Mond, für diejenigen da draußen, die das nicht wissen, und als solch einer der berühmtesten Menschen ever und hat zeitlebens kaum Interviews gegeben, aber er hat eine Ausnahme gemacht für eben dieses Wirtschaftsmagazin, weil er halt irgendwie so eine hohe Meinung von Wirtschaftsprüfern hatte, weil sein Vater einer war und er dachte, das wäre ein toller Job für die Menschheit. Ich muss dir gestehen, ich finde es sehr schade, dass sich die Menschheit nicht hinter so einem Wissenschaftsthema vereint oder so einem, naja, Rockstar-Wissenschaftsthema oder so eine Pionierleistung wie dieser Mondlandung. Für mich so die Frage steht, ob sowas denn nur passiert aufgrund von Wettbewerb eben damals im Kalten Krieg. Ich finde es unfassbar krass, dass du das jetzt sagst. Achtens, während dieses Interviews sagte ich, das Programm, also die Mondfahrt, war eine der erfolgreichsten öffentlichen Investitionen für die Motivation von Studenten, sich anzustrengen und das Beste zu geben. Ja, absolut. Und das ist im Prinzip genau das, was du sagst. Also er sagt, was du da quasi den Menschen mitgegeben hast für ihr weiteres Leben, dass du alles schaffen kannst, wenn du dich nur gescheit anstrengst. Das ist genau das, was du gerade im Wesentlichen gesagt hast, ja. Ja. Und da ist er zeitlebens davon überzeugt gewesen. Und ich weiß, dass die Forderungen an die Politik für sowas wie einen, was war das, der Weltraumlift, dass sowas natürlich ein bisschen absurd ist. Aber irgendwie würde ich mir fast mehr wünschen, dass die Menschheit da in irgendwelche Richtungen strebt und sagt so, ey, lass uns das mal anpacken. Das finde ich, habe ich das Gefühl für mich, dass da wenig Drive in die Richtung daher ist. Da geht es viel um wirtschaftliche Errungenschaften und ich sag mal, innereuropäische Konflikte, aber wenig, um zu diesem gemeinsamen Spirit irgendwas zu reißen. Ja, ich meine, das Schlimme ist halt, dass das damals auch niemals passiert wäre, wenn die Russen, wenn dieser antikommunistische Gedanke nicht dahinter gewesen wäre. Ja. Neuntens, und ich habe vorhin dem Jürgen im Vorgespräch schon angekündigt, dass er irgendwas ziemlich witzig finden würde und ich glaube, dass du es ziemlich witzig finden wirst. Über mein vielleicht bekanntestes Zitat, also ich glaube, ich weiß, was kommt. Genau, sagte ich. Ich habe mir vorher darüber keine Gedanken gemacht. Entscheidender sei doch mein Funkspruch zur Erde gewesen. The Eagle has landed. Ich wusste, dass das kommt. Ja, aber da gibt es ja auch verschiedene Geschichten um dieses Zitat, das er ja eigentlich wahrscheinlich nie gesagt hat. Also die Zeichen stehen darauf, dass er das mit dem Schritt für die Menschheit und so, dass er das nie gesagt hat. Doch, natürlich. Nee. Ah, natürlich, er hat sich nur versprochen. Der hast ja Aufnahmen davon. Aber ja, was meinst du mit, das hat er nicht gesagt? Also man hat ja diese Aufnahmen im Kopf, vielleicht sind die auch einfach falsch abgespeichert bei mir. Jetzt, okay, nicht gesagt, stimmt nicht. Dass es halt ein komplett gestelltes Ding war, dass er nicht so als das, was er auf den Lippen hatte, als er auf den Mond gestiegen ist. Das ist halt total, das war halt eine Marketing-Aktion. Ja klar, oder? Das kann ich mir sofort vorstellen, dass da jemand bei der NASA beauftragt war oder gar gesagt hat, ey Leute, ich habe einen super Spruch, funkt den mal hoch, der soll den sagen, wenn er raushoppelt. Den hat er wahrscheinlich schon auf seine Hand geschrieben gehabt. Ja. Aber das ist in der Tat ist es Common Knowledge, also das ist eben klar, dass das so war. Dass es nicht von ihm geschöpft wurde, das genau, Zitat. Genau, nicht spontan, sondern es vorbereitet war. Okay. Und das Witzige ist tatsächlich, dass er sich versprochen hat. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Er sagt ja irgendwie, one small step for man,
But the Giants leap for mankind. Und er hätte irgendwie sagen sollen, for one man. Und er hat aber nur man gesagt, ohne Artikel und hat dann quasi noch mehr allgemein reingebracht. Aber der hat es schlicht und ergreifend versprochen. Also der Satz, der vorbereitet war, war leicht anders. Ah, dabei wirkt es eigentlich mit den Aufnahmen zusammen sehr dramatisch oder dramaturgisch richtig toll, weil er das sagt und in dem Moment sozusagen hast du das Gefühl, er hat eine Anstrengung, indem er da auf dem Mond runterhoppelt und dann den Rest vom Satz fertig sagt. Aber das, was vorbereitet war, was er sagen sollte, war tatsächlich for a man, for one man. Ja. Und ich finde die Versprecher tatsächlich in seiner Nervosität fast geiler, so im Nachhinein. Macht sie auch sympathisch ein bisschen. Zehntens. Das sei schließlich die Erfolgsmeldung für das ganze Vorhaben eines bemannten Mondfluges gewesen, das Präsident Kennedy gut 8 Jahre zuvor der ganzen Welt verkündet hatte. Gell, wir haben jemanden auf dem Mond. Aber schon krass, wenn du überlegst, ein Präsident tritt an mit einem Versprechen, wir hauen jemanden auf den Mond rauf. Wir hauen jemanden auf den Mond rauf. Und wir katapultieren jemanden hoch. Was verspricht der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten? Die sind heute aus der UNESCO ausgetreten. Auch gut. Was? So eine Wand hochzuziehen. Die Ziele werden trauriger. Findest du, ja? Ja, sehr. Ich gucke gerade Narcos und da kommt erstmal dieses ganze Ausmaß von Reagans Antikommunismus raus. Das ist so krass. Ich habe ja eine der letzten A-Folgen war ja, kann man ja, glaube ich, rückwirkend spoilen über Ronald Reagan. Und da war schon klar, dass er antikommunistisch war. Aber ich glaube, das komplette Ausmaß, wie krass im Fernsehen bei Ansprachen und dergleichen halt immer wieder auf die Kommunisten gebasht wurde, das ist wirklich unfassbar. Aber vielleicht dazu später irgendwann. Ja, ich finde Kommunisten auch unfassbar. Ja. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.